40 Punkte, Platz 3 in der Regionalliga Bayern und ein gut gelaunter Jochen Seitz hier bei mir. Jochen, bei all der Euphorie, kannst du dich noch an den 14.10.2022 erinnern? Boah, das ist eine gute Frage. Spontan jetzt nicht. Es war kurz nach meinem Geburtstag, aber ich denke, es war bestimmt ein Spieltag. Aber was das jetzt darauf hinauslaufen soll, das weiß ich nicht. Bei so vielen Siegen und ungeschlagenen Partien ist es klar, dass du es nicht mehr weißt. Das war die letzte Niederlage tatsächlich gegen Unterhaching hier vor eigener Kulisse bei solch einer dominanten Vorstellung. Auch da hat man ja gemerkt tatsächlich, dass ihr mittlerweile ganz oben angreifen könnt, das Potenzial habt. Siehst du das auch so? Ja, Licht und Schatten, glaube ich, hat so ein bisschen die Vorrunde geprägt. Ich glaube, wir haben einige Punkte liegen lassen, die wir durchaus hätten holen können. Aber auch ein paar Punkte geholt, die wir vielleicht auch glücklich geholt haben. Ja, ich glaube, für ganz oben brauchen wir eine sehr gute Konstanz. Das haben wir noch nicht, bis auf die letzten Spiele, die wir jetzt bestritten haben, oder beziehungsweise die Rückrunde, wo wir bisher ungeschlagen sind. Aber ansonsten sind wir erstmal hochzufrieden, wie die Saison jetzt gelaufen ist und können jetzt auch hoffnungsfroh in die Rückrunde schauen. Früher oder später, das weiß man ja so ein Stück weit im Umfeld von der Viktoria, ist ja wirklich die dritte Liga das Ziel. Was muss deiner Meinung nach dafür noch passieren? Jetzt war das ja im vergangenen Jahr nochmal ein Schritt, den ihr wieder nach vorne gemacht habt. Ja, wir müssen definitiv auf professionelle Fußball irgendwann umstellen, wenn man in die dritte Liga möchte. Da sind wir noch ganz weit davon entfernt, weil wir einfach die finanziellen Möglichkeiten nicht haben. Da müssen die Sponsoren noch mehr da sein, da muss das Umfeld noch besser funktionieren. Wir sind da auf einem guten Weg, aber der Weg ist natürlich sehr, sehr weit für die dritte Liga, weil der Sprung einfach enorm ist, vom Amateurfußball zum Profifußball. Aber die Vorstandschaft, der Aufsichtsrat und alle, die mit der Viktoria zu tun haben, arbeiten natürlich händeringend daran, das umzusetzen, aber der Weg ist noch weit. Jetzt hast du, dein Trainerteam, haben ja alle die Akkus aufgeladen über die Weihnachtsfeiertage. Wie sieht der Fahrplan jetzt in den kommenden Wochen aus, bis zum Beginn der Rückrunde in Anführungsstrichen? Ja, wir fangen jetzt am 16. Januar wieder mit der Vorbereitung an. Vorher haben die Spieler individuelle Lauftrainingspläne bekommen, die sie jetzt abarbeiten müssen. Und ab 16. Januar gilt dann der volle Fokus auf die Rückrunde. Wir haben einige gute Freundschaftsspiele ausgemacht und dann geht es, glaube ich, am 25.02. mit dem ersten Rückrundenspiel bzw. mit dem ersten Spiel im Jahr 2023 in Fürth gegen die Zweitvertretung von Greuther Fürth geht es dann endlich wieder los. Ja, ich glaube, wir freuen uns alle drauf. Die Winterpause ist immer extrem lang. Deswegen ist man dann auch vollkommen ausgeruht und voller Vorfreude dann auf die nächsten Spiele. Welches Ziel gibst du jetzt für die restliche Runde aus? Ihr seid ja so der Tabellenführer der Abgeschlagenen, sage ich jetzt mal, weil die Kickers und Unterhaching sind ja schon punktetechnisch ein Stück weit weg. Ja, ich glaube, mit unserer Tabellenplatzierung haben wir ganz, ganz viele Leute überrascht. Das konnte so vor der Saison keiner sehen. Was bei uns natürlich jetzt leider noch hinzukommt, ist unsere Verletztenproblematik. Wir haben 5 Schwerverletzte, die jetzt in der Rückrunde nicht mehr spielen können. Die tun uns auch extrem weh. Deswegen gilt es jetzt vor allem auch, die jungen Spieler zu integrieren, die jetzt ihre Chance bekommen werden. Und darauf ist dann auch der Hauptfokus gerichtet. Trotzdem wollen wir natürlich auch noch das eine oder andere Spiel natürlich gewinnen und weiterhin attraktiven Fußball zeigen. Du hast das Thema Verletzungssorgen erwähnt, ist ja wirklich ein Fluch seit der Sommerpause bzw. seit dem Jahr 2022, kann man schon fast sagen. Wie wollt ihr das jetzt meistern? Gibt es dahingehend vielleicht auch personelle Veränderungen im Trainerteam, vielleicht da ein bisschen Stück weit mehr Physio? Gibt es da Ideen, die ihr schon ausgearbeitet habt? Ja, also ich kann nicht mehr spielen, Herr Rai, das steht fest. Und auch kein Trainer von uns, sondern wir werden natürlich jetzt vermehrt dann auch Richtung A-Jugend schauen. Wir werden 2 Spieler auch für die erste Mannschaft freimachen, die dann ihre Chance bekommen werden. Aber wir haben auch gute Spieler hinten dran, die jetzt auch vermehrt zu Einsatzzeiten kommen und die sich dann beweisen können in der Regionalliga. Da freuen wir uns alle drauf. Wir sind gespannt auf die Entwicklung dieser Spieler. Und ich glaube, auch die Zuschauer können dann begeistert sein, weil das sind natürlich einheimische Spieler, die wir hier voranbringen. Und ich glaube, da ist die Identifikation mit dem Verein sehr, sehr hoch. Und ja, und deswegen ist es eine spannende Aufgabe. Bei welchem dieser Spieler siehst du so das meiste Potenzial? Wen würdest du sagen, okay, da sehe ich definitiv Potenzial für,
die Liga direkt auch mal von Anfang an reinzuwerfen und er funktioniert direkt. Ja. Ja, ich sage, Veit Clement, der hat jetzt in der Vorrunde jetzt nicht ganz so viele Einsatzzeiten bekommen, aber der durchaus Potenzial hat. Auch ein Kai Philipp, der letztes Jahr aus der A-Jugend rausgekommen ist, der mit seiner erfrischenden Art Fußball zu spielen mit Sicherheit mehr Einsatzzeiten bekommt. Und dann schauen wir, dass die A-Jugendlichen, die wir hochziehen, vielleicht auch die Einsatzminuten bekommen, um dann sich auch zu profilieren. Aber es wird, wie gesagt, eine spannende Aufgabe. Ich glaube, die Jungs freuen sich drauf und wir hoffen, dass die Entwicklung sich so oder so stattfindet, dass wir weiterhin attraktiven und erfolgreichen Fußball spielen. Das Lazarett ist ja ziemlich lang bei euch. Wen dürfen wir denn am 25. war es, glaube ich, gegen Fürth wieder auf dem Feld sehen, beziehungsweise im Kader? Wer ist da wieder eine Option? Ja, von den 5 Langzeitverletzten, die ja leider allesamt schwere Verletzungen haben, all die werden die komplette Rückrunde nicht spielen können. Das steht schon fest. Und es sind natürlich herbe Verluste, nicht nur sportlich, sondern natürlich auch die menschliche Komponente, die natürlich uns dann auch fehlt. Aber nichtsdestotrotz, wir haben Vertrauen zu unserem Kader und die Jungs, die hinten dran stehen, die machen das auch hervorragend. Du hast jetzt vorhin gesagt, dass du vermehrt auf die Jugend schauen willst, auch da ein paar Spieler integrieren möchtest. Sind denn aber auch externe Neuzugänge angedacht? Wie funktioniert da die Zusammenarbeit mit dem sportlichen Leiter? Hat der Hotz dich während des Urlaubs vielleicht mal angerufen und gesagt, hier, Jochen, ich hab da was? Ja, ich glaube, gerade im letzten Bereich in der Viererkette fehlt uns schon die eine oder andere Alternative. Allerdings habe ich es ja vorhin schon angesprochen, die finanziellen Möglichkeiten sind bei uns nicht gegeben und in der Winterpause ist es auch schwierig, Spieler loszueisen. Insofern ist es schwierig. Wir sind in Gesprächen, aber wir können da noch keinen Vollzug melden. Die Kickers und Unterhaching, die sind ja punktetechnisch ganz weit weg. Du als erfahrener Hase, sage ich jetzt mal, wo siehst du da die Chance? Also eher die Kickers oder Unterhaching? Wer macht da das Rennen am Ende? Ja, ich glaube, das geht ein ganz enges Rennen. Wir haben ja gegen beide Mannschaften auch schon gespielt. Ich glaube, wir haben auch gegen beide Mannschaften unsere Chancen gehabt, dieses Spiel für uns zu entscheiden. Das sind Nuancen. Ja, ich glaube, die Konstanz ist ganz wichtig. Sie dürfen sich kaum Fehler erlauben, die beiden Mannschaften. Gerade gegen kleinere Mannschaften müssen immer die Spiele gewonnen werden. Es gibt ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Ich glaube, da werden Kleinigkeiten entscheiden. Ich glaube, da ist schwer, irgendwas vorherzusehen. Mit welcher Platzierung wärst du denn am Ende der Saison zufrieden? Ihr seid jetzt auf dem 3. Rang. Alles, was jetzt kommt, wäre ja eine Niederlage mehr oder weniger. Aber es ist ja ziemlich eng oben, muss man schon sagen, bis auf die 2 Vereine. Ja, ist alles sehr eng. Also wir müssen unsere Hausaufgaben machen. Wir wollen weiterhin Spiele gewinnen, keine Frage. Natürlich haben wir jetzt auch ein bisschen Blut geleckt. Wir wollen eigentlich die stärkste Amateurmannschaft bleiben. Weil wenn man sieht, Unterhaching und Würzburger Kickers sind ja beides Profimannschaften. Und das wäre schon ein Riesenerfolg für uns. Aber wenn es jetzt 2, 3 Plätze nach unten geht, wäre es jetzt auch kein Beinbruch. Weil ich glaube, auch da hätten wir eine wunderbare Saison gespielt. Auf welches Highlight freust du dich jetzt im kommenden Jahr, beziehungsweise in diesem Jahr? Was erwartet dich so alles persönlich auch oder mit der Mannschaft zusammen? Ja, ich glaube, Highlight wird für uns sein, die jungen Spieler weiterzuentwickeln, zu schauen und zu helfen, dass sie ihre Leistungen auf den Platz bringen. Highlight-Spiele sind ganz klar, natürlich gegen die Top-Mannschaften Unterhaching oder dann auch Würzburger Kickers. Ich denke, wir spielen dann auch am Dallenberg. Da werden mit Sicherheit der eine oder andere Zuschauer auch kommen. Wir spielen kurz vor Ende der Saison in Unterhaching. Da können wir vielleicht das Zünglein an der Waage um die Meisterschaft ein bisschen spielen. Alles sind schon sehr interessante Aufgaben, die noch auf uns zukommen. Und dann hoffen wir natürlich auch, dass der Verein sich weiterhin entwickelt, dass wir vielleicht auch für die nächste Saison wieder eine schlagkräftige Truppe dann zusammenbringen. Weil auch da müssen natürlich jetzt wieder die Gespräche langsam stattfinden mit Spielerverlängerungen, aber auch mit externen Neuzugängen. Also wir haben da wieder eine große Aufgabe vor uns das nächste halbe Jahr, dass wir jetzt auch mit voller Freude wieder angehen. Welche Neujahrsvorsätze hat denn Jochen Seitz sich vorgenommen? Also jeder macht das ja eigentlich im Grunde. Hast du denn da dieses Jahr wieder spezielle Wünsche, die du dir gerne selbst erfüllen würdest? Ja, Wünsche an sich hat man erstmal, dass man gesund bleibt. Das ist ja klar. Aber an mich selbst ist es weiterhin akribisch, mit der Mannschaft zu arbeiten, viele Gespräche zu führen, der Mannschaft weiterzuhelfen. Ich bin ja auch nur im Grunde genommen ein Dienstleister. Ich möchte jeden einzelnen Spieler weiterbringen.
stehe ja nicht mehr auf dem Platz, sondern ich bin ja nur derjenige, der den Spielern hilft. Und da auch vor allem dann auch Spaß daran zu haben an der Arbeit. Und dann natürlich der Erfolg soll ich natürlich irgendwo auch einstellen, weil das natürlich dann auch die Hauptaufgabe eines Trainers ist. Jochen, vielen Dank für das Gespräch und viel Glück in der Rückrunde, sage ich jetzt mal, im 2023. Alles klar, vielen Dank. Wie an Victoria.